und grundgeschalten und gerade richtig dicken Mannes in seinen besten Jahren zögern Sie nicht zu applaudieren. Einfach nur Carlsson und weiter nichts. Ne, wo hast du meine Köttula gesehen? Ich habe meine Köttula verloren. Da sind sie ja. Du hast unser ganzes Abendbrot alleine weggefuttert? Also es war so, Carlsson hatte Hunger. Carlsson, komm mir nicht mit diesem Carlsson. Alles, was ich hier sehe, bist du, Lillebrot, und eine leere Schüssel Köttula. Aber ich wollte doch nur ein guter Gastgeber sein. Warum hast du nicht die gute Kartoffelsuppe gegessen? Bäh. Du brauchst gar nicht so ein Geräusch zu machen. Aber das war ich nicht! Und nun? Wie lange soll man hier sitzen und warten? Wie meinst du das? Ich warte und warte und nichts passiert? Was soll ich noch tun, bis du mich endlich mal besuchen kommst? Aber immer muss ich den weiten und beschwerlichen Weg hier runter auf mich nehmen. Ich muss all die Entbehrungen ertragen. Und vor Heimweh was vergehen. Aber ich wollte doch schon längst zu dir. Ich hab so großes Heimweh. Ich sterbe vor Sehnsucht. Dann gehen wir doch einfach zu dir. Ich habe eine Idee, wir gehen einfach zu mir. Kannst du mich überhaupt tragen? Falls nicht, kann ich dich ja immer noch abwerfen und mir für 5 Euro ein neues Kind kaufen. Ich will nichts von dir hören oder sehen. Du bleibst in deinem Zimmer und machst Hausaufgaben und wäschst dir die Hände. Um 6 gibt es Abendbrot und um 7 liegst du im Bett. Hast du mich verstanden, Svante? In der Zeitung stand, dass hier im Viertel Spione herumfliegen. Spione in Form von fliegenden Tonnen. Es könnten aber auch neuartige, drohnenförmige Spione sein. Ja. Sein. Offensichtlich weiß niemand die Vorzüge des höflichsten Carlsson zu schätzen.